Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Gestern kam ja um 14 Uhr die Batman-Kooperation in Fortnite rein. Also es gibt jetzt die neue Gothic-Stadt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, Gothic oder wie auch immer die genau heißt. Kann man ja in der Karte in-game sehen. Lobby-Hintergrund hat sich aktualisiert. Gestern hat sich der Shop auch schon aktualisiert. Ich gucke jetzt mal, was alles noch von gestern drin ist. Ich denke mal, vieles sollte noch drin sein. Zusätzlich Bezahlshop, also im wirklichen Real Money Bezahlshop, bekommt man hier den Batman der maskierten Rächerpaket mit dem Batman Umhang, so eine Spitzjacke und so einem Gleiter. Der Batman Charakter hat zwei verschiedene Stile, ist ganz nice auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir uns den Item Shop an. Das meiste ist von gestern tatsächlich noch drin, allerdings haben wir einen neuen Skin hier drin. Wir beginnen mal ganz links mit den Katzenkrallen. Also ganz nice auf jeden Fall. Peitschenknall. Für 300 V-Bucks, das heißt im Prinzip fast ein grüner Emote. Alles hat im Prinzip die DC-Seltenheit. Hier auch Catwoman als Comic-Outfit. Mit einem ganz nice Backpack auch hinten dran. Sieht auf jeden Fall nice aus. Hat zwei verschiedene Stile, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann als nächstes gibt es hier den Bad Gleiter, den man ja auch in da wo Gothic bekommt man den ja auch, wenn man den im Prinzip öffnet dort. Ja, dann haben wir einen neuen Skin und zwar Reisender. Ja, als Paket sogar mit einer eigenen Spitzhacke. Jetzt ganz nice an. Weiß gar nicht, ob der etwas mit Batman zu tun hat. Auf jeden Fall ist es ein ganz nicer Skin. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Da haben wir hier Extraterrestrial. Ist ganz nice, der Emote kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir eine Musik. Passt natürlich zu Batman. Klassische Filmmusik. Dann haben wir als nächstes das Bat-Signal. Ich glaube, das klassisch auch aus Batman. Ist immer ganz klassisch. Alles einfach zum Thema Batman. Haben wir Rasender Ansturm als Fortbewegungs-Emote. Der sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Gefällt mir. Haben wir den Kommando-Skin. Ist auch ein ganz nicer Skin. Und als nächstes haben wir noch Team Weltall. Mit dem auch wieder aus dem UFO-Set. Die Frage ist jetzt, ich weiß immer nicht, ich kenne mich nicht mit Batman aus, deshalb weiß ich nicht, ob das etwa aus Batman stammt oder ob das jetzt im Prinzip eine kleine Andeutung auf ja, auf irgendein Live-Event oder so ist. Wobei man auch bedenken muss, hier steht ja als Secret im Prinzip drauf für 51, das steht sicherlich für Area 51. Und das sollen ja auch Aliens sein. Ich weiß immer nicht, inwiefern das vielleicht mit einem Event zusammenhängt. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Schreibt gerne eine Bewertung in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Ciao.